Ein arabisches Prunkgewand hier auf einer kleinen oberschwäbischen Burg. Warum? Tja, einmal herzlich willkommen bei Museum TV hier oben auf der Waldburg. Friedrich II., eine der schillerndsten Persönlichkeiten, die wir in 2000 Jahren deutscher Geschichte hatten. 1194 geboren, auf dem Marktplatz zu Jesi. Und auf dem Marktplatz geboren, das lag schlicht daran, dass die Mutter, also Konstanze von Sizilien, damals die 40 überschritten hat. Und es wurde gemunkelt, dem Kaiser wird eine Showentbindung geboten, es soll ihm ein Bastard untergeschoben worden. Und aus diesem Grund hat sich die Kaiserin damals zu einer öffentlichen Geburt entschlossen. Stellt euch vor, Marktplatz zu Jesi, nördlich von Rom. Ein Zelt, ein Bett mitten auf dem Marktplatz. 12 Bischöfe und 3 Kardinäle stehen um das Bett der Kaiserin, als Friedrich der Staufer das Licht der Welt erblickt. Und wer so geboren wird, der muss ein ganz besonderer Mensch gewesen sein. Und dieses hat Federico die nächsten 55 Jahre beinahe täglich unter Beweis gestellt. Also 1194 geboren. 1198 ausgerufen zum König von Sizilien. Sizilien damals nicht nur wie heute die Insel, sondern Sizilien war auch Festland. Also Kalabrien, Apulien gehörte mit dazu. Federico war mit 4 Jahren vollweise. Also seine Eltern, Heinrich VI. Stauferkaiser und Konstanze von Sizilien, sind sehr, sehr früh gestorben. Zum Mythos gehört, dass Friedrich der Staufer sich in seinen jungen Jahren von Diebstählen auf dem Markt in Palermo über Wasser gehalten hat, damit er nicht verhungert ist. Ein Mündel des Papstes. Papst hat sich allerdings nicht so richtig dafür interessiert. Wohl hat er dann irgendwann, Gott sei gedankt, Lehrer für Federico, dann Angestellte, die ihn auch unterrichtet haben. Federico aufgewachsen in Palermo. Und Palermo damals ein Schmelztiegel der Kulturen. Da gab es alles, das war eine der wichtigsten Handelsstädte weltweit. Es gab die Araber, es gab die Moslems, es gab die Sarazenen, es gab die Juden, es gab die Christen, es gab die Franken, es gab die Normannen. Und in diesem Umfeld ist Friedrich aufgewachsen. Und damit hat er natürlich auch diese ganzen Kulturen in seiner frühesten Kindheit in sich aufgesaugt. 1212 kam dann die Bannbulle des Papstes gegen die Welfen. Otto IV., amtierender König von Deutschland. So wie er, Friedrich, sich nach Konstanz und streite um die Krone der Deutschen. Friedrich reite los in Palermo mit einer kleinen Ritterschaft. Er kam durch Norditalien. Die norditalienischen Städte, die haben die Staufer gehasst. Das lag damals am Großvater von Friedrich II., unser Kaiser Barbarossa. Barbarossa hat Mailand zweimal zerstört und hat den Mailändern damals das genommen, was im Mittelalter das Wichtigste war. Die Reliquie der heiligen drei Könige. Die hat damals Barbarossa seinem Kanzler Reinhold von Dassel mitgegeben nach Köln. Deshalb wurde der Kölner Dom erbaut. Also bis heute auch dieser Reliquienschrein zu sehen im Kölner Dom. Federico hat sich dann als einfacher Bauer verkleidet, über die Alpenpässe geschlichen und hat sich dann wohl im Kloster in St. Gallen damals zur Ruhe gebettet. St. Gallen, damals schon ein mächtiges Kloster, und hier hätte er seine Krönung eventuell verschlafen. Was ich Ihnen jetzt sage, ist geschichtlich nicht 100% belegt. Es ist wirklich von mir etwas frei interpretiert. Auf jeden Fall war es so, dass am nächsten Tag der Reichstag in Konstanz einberufen geworden ist. Und Otto IV. Lag schon im Überliegen. Der musste nur über den Bodensee übersetzen und wäre dann in Konstanz auch schon vor Federico angekommen, weil der schlief ja noch in St. Gallen. Und hier muss ihn irgendjemand gewarnt haben: Hurtig, es eilt! Und dieses beziehe ich jetzt auf seinen Truchsessen, Eberhard von Tanne-Waldburg. Eberhard war Schenk schon bei Friedrich Barbarossa, er war Schenk bei Heinrich VI. Und damit ist also
Unser Eberhard hier ist 64 Jahre alt geworden, also es war schon ein biblisches Alter in der damaligen Zeit. Auf jeden Fall gehe ich davon aus, dass unser Eberhard damals von Konstanz nach St. Gallen geritten hat und Friedrich zur Eile gezwungen hat. Hurtig jetzt! Auf die Pferde! Dann sind die nachts von St. Gallen nach Konstanz geritten und sind dann wohl auch in der Frühe irgendwo in Konstanz angekommen. Die Konstanze verdattert, die wussten gar nicht, wie ihm geschieht. Und erst nachdem dann klar war, dass Friedrich der König von Sizilien war, Staufer war, und die Konstanzer auch durch die Exkommunizierung natürlich, die der Abt von St. Gallen verlesen hatte, dazu erweichen lassen, haben Friedrich in die Stadt eingelassen. Und eine Stunde später, jetzt so wieder im geschichtlichen Kontext, eine Stunde später kam dann die Streitmacht der Welfen über den Bodensee mit Otto dem Vierten. Die Konstanzer hatten die Tore verschlossen, der Hafen war leergeräumt. Otto der Vierte, komplett überrascht, der wusste gar nichts von dieser Situation, ist er dann wohl auch irgendwann wieder abgezogen. Und hier war es dann so, dass Otto der Vierte später dann auch von einer Allianz der Franzosen später vernichtend geschlagen wurde. Friedrich II. In Konstanz dann zum König von Deutschland ausgerufen worden und Friedrich II. Hat bei uns hier in der Region überall seine Spuren hinterlassen. Er hat die Stadt Wangen gegründet, also die Stadtrechte an Wangen verliehen. Er hat die Stadtrechte an Pfullendorf verliehen. Friedrich II. Hat die freien Bauern in Egloffs bestätigt. Also damit hat er wirklich überall bei uns in der Region Spuren hinterlassen. Auf dem Marktplatz in Konstanz steht bis heute ein Pferd mit 8 Beinen. Und das Pferd mit 8 Beinen soll diesen Ritt symbolisieren, diesen brachialen Ritt mit seinen paar Reitern damals von Palermo bis Konstanz. Und die 8 Beine, weil eben eine Stunde damals vor Otto dem Vierten in Konstanz angekommen ist. Anmerkung von mir, ihr seht, wir versuchen hier aus der Corona-Krise etwas Positives zu machen. Wir wollen euch geschichtlich ein wenig informieren. Ihr könnt uns ja leider nicht besuchen auf der Waldburg. Ihr könnt natürlich dadurch auch keinen Eintritt hier oben bezahlen, aber wir wären euch wirklich dankbar, wenn ihr uns einen kleinen Obolus hinterlasst für das, was wir für euch tun. Einfach PayPal, info@burghochzeiten.com oder über die IBAN, die findet ihr dann unten in der Betreffzeile auch von diesem Film. Seid bedankt, viel Spaß bei unseren anderen Filmszenen hier oben auf der Waldburg und bleibt gesund!